Wenn Franziska auf die Pauke haut, ist sie in ihrem Element mit der Berliner Trommelgruppe der Omas gegen Rechts. Gemeinsam wollen sie heute an ihrem Können feilen und am Internationalen Frauentag zeigen, was sie drauf haben. Ja. Die Taxiunternehmerin aus Zehlendorf engagiert sich seit 2019 bei den Omas gegen Rechts. Ich bin ja jetzt in einem Alter, wo die Kinder aus dem Haus sind, ich mich da nicht mehr kümmern musste. Und der zunehmende Rechtsextremismus in diesem Land macht mir Angst. Und die Angst wird mir genommen, wenn ich was selber tun kann. So denken offensichtlich immer mehr Frauen bei den Omas gegen Rechts. Um die 1000 sollen es derzeit in Berlin sein. So seit dem Geheimtreffen in Potsdam im Januar hat sich die Anzahl der Omas gegen Rechts ungefähr verdreifacht. Und wir müssen jetzt sehen, wie wir das handeln. Das Geheimtreffen eines rechtsradikalen Netzwerks im November letzten Jahres hat viele Frauen wachgerüttelt. Das Trommeln nimmt die Angst, finde ich. Die Gefühle gehen einfach ins Trommeln und ich habe das Gefühl, ich kann aktiv sein dagegen und laut und hörbar und hoffentlich lauter als die anderen. Ich möchte mitwirken, auch in meinem Alter. Ich bitte alle, auch in meinem Alter, kommt auf die Straße, macht mit, guckt nicht weg. Warum sind es ausgerechnet ältere Frauen, die sich so gegen Rechts ins Zeug legen? Die ältere Frau als politische Kraft ist im kollektiven Bewusstsein nicht verankert und das wollten sie ändern. Und wir haben jetzt durchaus auch Opas, sie sind uns auch willkommen, aber die Frauen haben es halt erfunden und offenbar sind auch Frauen unserer Generation aktiver als die Männer. Also Opas aus dem Sessel, macht bei uns mit, macht was Eigenes, raus auf die Straße. Fit für die Straße ist jetzt auch die Trommelgruppe. Die Lautstärke stimmt und der Rhythmus ebenfalls. Hat gut geklappt, fand ich. Manchmal muss man auch laut sein, vor allem wenn man im Gegenprotest gegen rechte Veranstaltungen irgendwo steht. Also wenn Menschen mit sehr rechtem Gedankengut irgendwo auftreten, dann gehen wir in den Gegenprotest und machen so viel Lärm, dass die keinen schönen Livestream senden können. Dass sie dabei selbst Ziel von rechter Hetze werden, nehmen sie in Kauf. Wir kriegen manchmal nach den Veranstaltungen einen Shitstorm ab. In den rechten Social Media mag man uns überhaupt nicht. Und das macht uns ein bisschen stolz. Stolz auf die Werte, die sie laut und kräftig verteidigen. Menschenrecht, Solidarität!